Ja. Eine kleine organisatorische Frage. Wenn man zufällig ein Rechner mit Linux dabei hat, sollte man parallel probieren oder lieber nur zuhören? Ich würde erstmal nur zuhören sagen, aber wir können später noch mal gerne darauf kommen und dann machen wir das gerne gemeinsam. Ja. Und dann würde ich einfach mal sagen, ein ganz herzliches Willkommen bei dem diesjährigen Linux Presentation Day der Kieler Linux-Initiative. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich komme tatsächlich gar nicht hier aus Kiel. Ich bin aus Bayern angereist, aber bin hier doch immer wieder sehr gern gesehen, jedenfalls von den meisten. Macht sehr, sehr viel Spaß immer. Und ich werde euch heute durch den ersten Vortrag führen, und zwar Linux für Einsteiger, der erste Umstieg auf Linux. Ja, wir werden mal so einen kompletten Fall einfach mal durchgehen, wie man das am besten so macht. Meine Empfehlungen dazu, ganz, ganz viele Tipps nebenbei und vielleicht, um auch erstmal mitzubekommen, wer ihr so seid, vielleicht ganz kurz so die Hand hoch, wer von euch hat denn schon einmal Linux noch gar nicht installiert bis jetzt? Also ist so komplett frisch dabei. Einfach mal die Hand heben. Genau, haben wir ein paar, sehr, sehr cool. Und wer würde sich als blutigen Anfänger bezeichnen und ist vielleicht gerade dabei, seine ersten Schritte zu machen? Haben wir auch ein paar. Und wer würde sich als normaler Linux-Nutzer bezeichnen? Und Irgendwo zwischen Anfänger und das ist immer so die Frage, ne? Wo ordnet man sich ein als normaler oder als, ich sag mal, eher Anfänger noch? Das kommt auch immer aufs Themengebiet an. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt gleich mal an. Wir haben am Anfang ein Windows, wovon wir starten. Ich kann das hier mal umstellen, wenn ich das hinbekomme. Hier, jetzt bekommen wir es hin. Und dann gehen wir jetzt mal hier hin. So. Das wird wahrscheinlich den meisten vertraut vorkommen. Ist es, ja, vielleicht können wir gleich die Jalousien ein bisschen runter machen, dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht ist da jemand? Geht es keiner? Ja. Micha, wenn du vielleicht mal Zeit hast, kannst du es mal runter machen, die Jalousien ein bisschen. Müsste man da hinten umstellen. Ja, wir haben ein Windows 10, und was wir für die erste Installation brauchen, ist ein USB-Stick. Auf den werden wir so eine Linux-Installationsdatei ziehen, sagen wir es mal so, und von diesem USB-Stick werden wir dann Linux auf diesem Rechner installieren und das Ganze tatsächlich neben Windows, weil das hat den Vorteil, das empfehle ich immer den Anfängern, so okay, Linux ist ein ganz anderes Betriebssystem, funktioniert anders, hat andere Konzepte und wenn man sich am Anfang, ich sag mal, so komplett ins kalte Wasser springt, dann kann das, wenn irgendwas am Anfang nicht so funktioniert, sehr frustrierend sein. Deswegen ist es immer schön, noch im hinten als ja, so eine Backup-Lösung sozusagen dabei zu haben. Und deswegen werden wir das dann so machen. Und danach werde ich euch nochmal die ersten Schritte auf Linux zeigen, auch so die ja, ersten Tipps, die tatsächlich, denke ich, schon mal ganz gut helfen. Und am Ende auch so ein bisschen, ja, wie macht man dann eigentlich weiter? Wo bekommt man Hilfe? Wie kann man sich da weiterbilden? Und ich würde einfach mal sagen, legen wir direkt los. Wir haben einen kleinen Praxisteil. Ich selber werde in diesem Vortrag Linux Mint verwenden, Linux Mint Cinnamon. Hand hoch, wem sagt denn das Betriebssystem etwas? Ja, sehen ja schon ein paar. Ne, für die, die das noch nicht kennen, das ist quasi wie Ubuntu, das ist ein sehr, sehr bekanntes Linux, und ist aber tatsächlich ja, eine Abspaltung, die das in Anführungszeichen, ich sag mal, besser machen wollen und meiner Ansicht nach auch an vielen, vielen Stellen, an vielen, vielen Stellen auch wirklich besser gemacht haben. Und von daher empfehle ich das weiter, nutze ich auch selber als eigenes Betriebssystem und würde ich eigentlich jedem Anfänger empfehlen. Wenn ihr jetzt ein Ubuntu habt, dann ist es auch erstmal okay. Ich finde Linux Mint an manchen Stellen aber ein bisschen einfacher und sie ändern nicht alle 2, 3 Jahre ihre Meinung etwas, ich sag mal, ja, durchzusetzen, in Anführungszeichen. So, wir gehen mal auf die Webseite linuxmint.com, findet ihr ganz einfach. Wir gehen mal auf Download und nebenbei, der Vortrag wird auch aufgezeichnet, das heißt, man kann sich das alles in Ruhe auch nochmal danach anschauen. So, ich empfehle die Cinnamon Edition. Was der Rest ist, lasse ich jetzt mal aus Zeitgründen aus, kann man später nochmal gerne dann drauf kommen. Und dann scrollen wir ein bisschen weiter nach unten, dann haben wir ganz viele verschiedene Links, woher man sich diese Installationsdatei herunterladen kann. Das ist eigentlich komplett egal, was ihr da nimmt. Ich empfehle was aus Deutschland, das ist dann einigermaßen schnell, sage ich mal, jetzt aus unserer Region. Beispielsweise in Deutschland generell funktioniert die Hochschule Esslingen immer sehr, sehr gut. Da habe ich immer gute Erfahrungen gemacht.
Und dann, genau, klicke ich einmal da drauf und dann wird das Ganze heruntergeladen. Ich habe das Ganze schon gemacht, von daher überspringe ich das jetzt hier mal an der Stelle. Und als zweites Programm brauchen wir das Programm Balena Etcher. Damit werden wir die Installationsdatei, die wir uns herunterladen, auf den USB-Stick schreiben. Das finden wir unter der Adresse etcher.io. Kann man das lesen? Blöde Frage. Nicht so richtig, ne? Dann schauen wir mal, das war... Ja, da hinten müsste was sein. Ne? Das wäre super, ne? Weil so ist ja wirklich... Ist schön, wenn ich euch was erzähle, aber besser wäre es, wenn ihr es natürlich seht. Genau, perfekt. Ich sage einfach Stopp, ne? Kann noch gut weiter runter. Also richtig gut wird das nicht, ne? Ich kann es mal größer machen. Den Dark Mode, das ist auch eine Idee. Lass uns mal schauen, dass wir das größer bekommen. Wir machen das mal ein bisschen kleiner und ein bisschen größer. So, das ist ein bisschen, das reicht sogar schon, oder? Spitze. Sieht das ein bisschen besser? Ja, jetzt geht's vielleicht, ne? Etcher.io, etcher.io. Gehen wir einfach mal drauf. Und dann kommen wir hier auf so eine Seite. Alle Links werden nebenbei dann auch nochmal in die Vortragsbeschreibung gepackt auf der Keydocs-Webseite. Das heißt, dann könnt ihr euch das auch nochmal dort in Ruhe anschauen. Ich klicke einfach mal auf Download und jetzt haben wir hier auf Windows verschiedene Möglichkeiten, wie wir das herunterladen. Ich empfehle die zweite, die Portable-Version. Da muss man es nicht einfach installieren. Ich klicke einmal auf Download drauf und dann lädt das Ganze schon herunter. Habe ich jetzt auch schon gemacht. Von daher schließen wir das in dem Fall und jetzt haben wir zwei Dateien in unserem Downloads-Ordner. Einmal diese Balena Etcher-Datei und einmal dieses Linux Mint. Jetzt brauchen wir noch einen USB-Stick an unserem Rechner. Habe ich jetzt in meinem Fall schon gemacht, beziehungsweise ich schummel da ein bisschen. Der muss eine Mindestgröße von 4 GB haben. Vielen, vielen Dank für die, für die Ergänzung. Bis zu 32 GB. Ne? Zwischen 4 und 32 GB reicht vollkommen aus. Darüber kann es manchmal Probleme geben, darunter wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Genau, kommt immer auf das Linux an, aber 4 GB reichen eigentlich noch total aus, bei den meisten jedenfalls. Das Einzige, was wir machen, ist einmal dieses sogenannte Balena Etcher zu starten. Warten wir mal. Ist auch alles live, deswegen dürfen wir ja auch ein bisschen warten. Und das Programm ist aber sehr, sehr, sehr einfach zu bedienen. Werden wir gleich sehen, da gibt es 3 Schritte, die man ausführen muss. Das ist wirklich nicht so viel. Da ist es, wir wählen einmal Flash from File aus, was so viel heißt, hey, ich will eine Datei auswählen, die ich halt eben auf dem USB-Stick schreiben möchte, gehe in dem Fall in meinen Downloads-Ordner und hier finde ich dann diese Linux Mint Installationsdatei. Ich wähle hier einmal Öffnen aus und dann wähle ich einmal das Target aus, also wohin das geschrieben werden muss. Hier lasse ich euch jetzt in dem Live-Vortrag in Anführungszeichen, ich sag mal, auf glühenden Kohlen sitzen, denn ich habe jetzt hier gerade keinen USB-Stick dabei, weil ich das so ein bisschen, zauber heute ein bisschen. Von daher würde man hier den USB-Stick auswählen, auf Select drücken und dann auf Flash. Und dann funktioniert das Ganze schon. Und dann ist nach 10 Minuten der Installations USB-Stick, sage ich mal, erstellt. Genau, wichtig ist, die Daten werden auf diesem USB-Stick gelöscht, die dort vorhanden waren. Das heißt, am besten einen leeren USB-Stick nehmen oder mit irgendwelchen Daten, die man da einfach nicht braucht. Genau, das wäre es eigentlich soweit dazu. Dann müssen wir noch schauen, dass wir freien Speicherplatz auf unserem Rechner schaffen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich empfehle das direkt unter Windows schon so mir anzuschauen. Okay, gut, dahin kann ich dann Linux mit installieren. Weil wie gesagt, wir werden es dann neben installieren, nicht drüber. Am Ende kann man dann tatsächlich beim Start des Rechners auswählen, okay, welches Betriebssystem möchte ich jetzt starten? Möchte ich jetzt auf mein Windows oder auf mein Linux? Das machen wir mal schnell. Eine kurze Frage. Sehr gerne, eine Frage. Warum braucht man dieses Etcher? Warum kommt man nicht mit Windows-Bordmitteln aus? Da kann man ja auch Download machen, im Explorer beliebig verschieben. Ja, also der Unterschied zwischen, also es war die Frage, braucht man dieses Etcher wirklich? Man braucht irgendein Programm, was eine Installationsdatei
auf diesen USB-Stick schreibt. Das geht nicht im Explorer, weil das nochmal ein anderes Dateisystem drunter ist und da, also das braucht man gar nicht versuchen. Habe ich am Anfang tatsächlich auch mal gemacht. Eine weitere Frage? Also einfacher finde ich noch das Programm Linux Live Creator. Da gibt es verschiedene Wege, die natürlich nach Rom führen. Ich zeige jetzt einfach mal die, weil ich würde sagen, das ist schon relativ vertretbar noch. Wir gehen mal auf das Programm Festplatten, Partitionen erstellen und formatieren. Das findet man auf jeder Windows-Installation direkt. Und dann finden wir hier tatsächlich auch genau unsere Platte. In meinem Fall habe ich jetzt hier zwei Datenträger. Einmal ein Datenträger 0, meine normale Festplatte, und dann eine andere Festplatte, die ich jetzt hier noch hinzugefügt habe. Wir haben eine kurze Frage. Ja, ich habe mal vor langer Zeit eins installiert. Ich weiß nicht, ob das Ubuntu war. Da hat er das automatisch vor Windows gelegt. Genau. Und da brauchte ich gar nichts sagen. Ja. Kann man natürlich machen. Also das war die Frage, okay, ich kann das ja auch in einem Linux-Installer machen. Kann man, also geht in den meisten Fällen, in manchen ganz speziellen Setups ist es aber tatsächlich gar nicht so schlecht, das zuvor mal freizugeben, denn manchmal blockiert Windows da nochmal irgendwelche Sachen ganz komisch. Von daher ist es wichtig, meiner Ansicht nach, das in Windows kleiner zu machen, dann macht Windows so seinen eigenen Teil, dann haben wir den freien Speicherplatz, mit dem wir dann machen können, was wir wollen, und das Linux greift nicht in das Windows ein und macht vielleicht eventuell etwas kaputt. Von daher empfehle ich da die Situation, den Speicherplatz hier direkt im Windows dann freizugeben. Was wir dann machen würden, wenn wir nur eine Festplatte haben, dann diese C-Platte, die wir hier sehen in der Mitte, die würde ich dann jetzt verkleinern. Dazu würde ich einen Rechtsklick auswählen und auf Volume verkleinern gehen. Machen wir mal kurz und dann kann man dort auswählen, wie viel Speicherplatz man eben um das verkleinern möchte, und den Speicherplatz greifen wir dann frei. Jetzt ist die Frage, wie viel Speicherplatz soll ich meinem Linux geben? Ich würde sagen, mindestens 50 GB. Also selber kommt es, glaube ich, mit 10 GB aus oder so jetzt erstmal in der Standardfassung, kann man aber natürlich nicht so richtig viel installieren, und ich würde für den normalen Gebrauch mindestens 50, wenn nicht 100, 200 GB empfehlen, dass man auch wirklich gut, auch keine Probleme auch in der Zukunft damit bekommt. Am besten, ihr macht einfach halbe auf der Festplatte, wenn das noch reicht. Ne? Genau. Ja, eine Frage. Was ist, wenn Windows im Prinzip nur die Hälfte von belegt von seiner aktuellen Partition, aber das so fragmentiert ist, dass da nicht zusammenhängendes ist, was zusammengeschoben wird? Deswegen machen wir das hier über. Also die Frage war, okay, wenn Windows die Hälfte drin hat, also wenn es belegt hat und das halt fragmentiert ist, wie macht man das dann? Ich selber, deswegen verwende ich dieses Verkleinern-Tool von Windows selber, weil das defragmentiert er dann tatsächlich auch direkt, ne, automatisch. Und dann können wir hier den Speicherplatz verkleinern. In dem Fall ist es auch nur eine Testinstanz. Ich hätte hier nur 194 Megabyte, das wäre nicht mal ein Gigabyte. Das wäre ein bisschen wenig. Generell ist das hier ein Megabyte angegeben. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise 200 Gigabyte freimachen möchte, schreibe ich eine 200 mit drei Nullen dann rein. Dann haben wir das von Gigabyte in Megabyte umgerechnet. Und dann drücken wir am Ende auf Verkleinern und dann dauert das je nachdem 5 Minuten, mal schneller, mal weniger, auch mal länger, und dann haben wir das fertig. In meinem Fall habe ich jetzt hier das Glück, dass ich noch eine zweite Festplatte auf meinem Rechner habe, die ich einfach installieren kann. Sehen wir hier unten, da steht nicht zugeordnet. Das heißt, in unserem Fall werde ich das jetzt hier auf dieser nicht zugeordneten Platte oder auf diesem nicht zugeordneten Speicherplatz auf dem Datenträger 2 installieren. Wir werden das dann am Ende so machen, dass genau am Ende man auswählen kann, okay, welches System möchte ich starten. Das beachten wir, das geht auch mit zwei Festplatten, dieses Setup. Ja, das wäre es eigentlich dazu zu den Vorbereitungen. Dann sind wir eigentlich schon durch mit den Vorbereitungen auf Windows. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir von unserem USB-Stick starten. Eine Frage davor nochmal? Ja, zu den Festplatten nochmal. Zu den Festplatten, ja. Die partitioniert einmal für Daten und einmal für das OS. Ja. Und auf die Datenplatte kann ich doch auch Linux-Sachen ablegen. Das geht prinzipiell. Das heißt, ich brauche für die Installation jetzt, wenn ich die Daten separat haben will, also die, das OS, genau, ja, von Linux, das geht. Brauche ich eigentlich
Ja, das geht. Genau. Also, absolut. Ist die Frage, wenn ich jetzt nochmal eine separate Datenpartition unter Windows schon habe, wie groß muss dann meine Linux-Partition sein, wenn ich die Daten dann mitnutzen möchte? Also generell, es funktioniert schon. Es gibt immer mal wieder so kleine Probleme mit den Rechten manchmal, wenn man auf eine Windows-Partition immer wirklich die ganze Zeit zugreift. Kann man schon machen, das geht schon, sage ich mal. Ich würde eine Größe von Linux ohne Daten empfehlen von so, kommt drauf an, wie viel man installieren möchte, 50 GB bis 100, je nachdem, wenn man noch Schnappschüsse und so weiter machen möchte, dann sind es eher 100, ansonsten reichen 50 eigentlich aus. Ich würde 100 nehmen. Zur Größe mal, vor 3 Jahren ungefähr hatte ich denn genau dieses Linux mit installiert, ja. Auf dem Rechner mit 2 Terabyte SSD, und da konnte Linux nur 500 Gigabyte verkraften. Hat sich das inzwischen erweitert? Nein, das hat sich nicht. Also, warum konntest du das nur verkraften? Dass es einfach einen Fehler gab oder wie? Ja, ich habe es nicht selber eingerichtet. Ja, okay. Aber wenn man massenhaft Daten hat, gibt keine Probleme. Also ich glaube, eine moderne XT4-Partition ist das, ich weiß nicht, was die Maximalgröße ist, weit über 2 Terabyte. 2 Petabyte? Also von daher, das sind 2000 Terabyte, das sollte reichen, ne? Meine ich. Ja, genau, also geht heutzutage. So. Ging schon vor 2 Jahren auch schon. Kommt drauf an, wie es eingerichtet ist, natürlich, ne? Aber mit unserem Setup geht das auf jeden Fall. So, was wir jetzt machen müssen, wir haben unser Installationsmedium, wir haben alle Vorbereitungen getroffen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir unseren USB-Stick oder unseren Rechner von diesem USB-Stick starten. Das funktioniert überall ein bisschen anders, weil jeder Rechner ein bisschen anders funktioniert auf dieser unteren Ebene. Da müssen wir nämlich ins sogenannte BIOS eingreifen oder BIOS eingreifen und dann einmal einstellen, dass man vom USB-Stick starten kann. Dann gibt es meistens eine Option von Secure Boot. Die würde ich empfehlen auszustellen aktuell. Linux Mint hat da aktuell Probleme, sollte Weihnachten gefixt sein, aber ja, Secure Boot macht meistens mehr Probleme für die Endnutzung, als dass es wirklich einen riesen Vorteil bringt, meiner Ansicht nach. Das würde ich empfehlen auszuschalten und dann ist man da eigentlich schon, ich sag mal, sicher dabei, dann das, ich sag mal, die Startbedingungen für zu schaffen. Was ich dann an eurer Stelle dann einfach machen würde, ist einfach mal Boot from, oder von USB starten, können wir auch auf Deutsch machen, von USB starten und dann einmal den Hardwarehersteller angeben, den ihr habt. Also HP-Laptop, vielleicht noch das Modell dahinter und dann findet ihr da eigentlich eine gute Anleitung. Ist meistens eine Taste zwischen F2 und F12. Und dann findet man das. Oder manchmal Escape auch. Kommt immer auf den Hardwarehersteller an. So, ich würde sagen, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Ich starte jetzt den Rechner einfach mal neu und wir gehen in die Linux Mint Installation. Dafür muss ich ein bisschen tricksen. Wir tricksen mal wieder ein bisschen. Dafür fahre ich mal den Rechner runter. Wir schauen mal, dass das erstmal halbwegs gut funktioniert. Hier sage ich mal ganz kurz, das seht ihr jetzt einfach mal alles nicht. Machen wir hier mal und sagen wir mal herunterfahren. So. Ja, ich habe nämlich schon ein bisschen was vorbereitet und so, dass es dann schneller geht, dass wir nicht so lange warten müssen. Währenddessen schauen wir mal, dass wir hier, genau, Geräte, hier haben wir unsere Linux Mint Installationsdatei. So, das funktioniert jetzt so ein bisschen, das müsst ihr gar nicht so richtig mitbekommen. Wichtig ist, dass ihr dann vom USB-Stick bei eurem Rechner startet. Weil ich da so meine eigenen Rechner auf meinem Rechner habe, muss ich das ein bisschen anders machen. Von daher, wenn aber alles richtig passiert ist, dann landen wir am Ende auf so einem Fenster. Start Linux Mint 21.2 Cinnamon in dem Fall. Und das wählen wir einfach aus. Normalerweise startet es sogar vollautomatisch. Da ist noch meine Frage. Ich weiß nicht, ob das einfacher wäre, aber man kann auch Umschalt Neustart machen und dann gibt es da in Windows,
gibt es erweitertes... Die UEFI-Firmware-Einstellung. Genau, und ja. Dann kann man halt von einem USB-Stick von dort aus booten. Ja. Das sieht immer gleich aus. Kommt immer drauf an, auf das Modell. Ne? Also hast du nicht immer, beispielsweise beim Laptop, beim Standrechner ist es häufig nicht der Fall, ist tatsächlich auch eine Option, das stimmt. Ne? Also wird auch manchmal tatsächlich bei diesen Einleitungen bzw. Anleitungen im Internet dann auch direkt vorgeschlagen. Ne? Also es gibt viele Wege. Ne? Ich versuche mal einen Standardweg vorzustellen, der für alle halbwegs gut funktionieren sollte. Gibt natürlich immer noch mal Abweichungen. So, wir haben jetzt hier einmal unser Linux Mint vom USB-Stick gestartet und das Einzige, was wir machen müssen, ist relativ einsichtlich, und zwar einmal auf Install Linux Mint klicken. Das mache ich jetzt mal und dann installieren wir den Spaß schon. Alles ein bisschen live, das habe ich noch nicht vorbereitet, genau. So. Braucht auch heute ein bisschen. Gibt es noch Fragen währenddessen? Okay. Sehr gut. Wie sehen die Probleme aus bei Linux Mint, wenn man mit Secure Boot startet? Sei das jetzt auch noch nicht ganz. Also die Frage ist, war Secure Boot bei Linux Mint. Aktuell ist einfach in der aktuellen Version, weil die von Ubuntu abhängen, dort. Ich weiß es leider auch nicht genau, aber aktuell empfehlen sie es nicht, weil es einfach nicht hochstarten würde mit Secure Boot aktuell. Bis Weihnachten sollte es wieder behoben sein. Ich würde generell Secure Boot aber nicht unbedingt empfehlen, wenn man es nicht wirklich braucht. In der Regel braucht es eigentlich nicht, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, außer ihr seid da sicherheitstechnisch sehr, sehr wichtig unterwegs. Weil ihr nämlich, wenn ihr später nochmal Änderungen irgendwie installieren wollt, beispielsweise virtuelle Maschinen oder irgend sowas dann später nutzen wollt, dann muss man da dann Secure Keys enrollen, heißt das, also auslegen, und das ist dann ein bisschen nervig. Von daher würde ich eigentlich eher von diesem Secure Boot Gehandhabe abraten. Bei verschlüsselten Windows-Partitionen muss man aufpassen, da zuvor den BitLocker, die BitLocker-Verschlüsselung ausmachen, dann funktioniert das gut. Genau. So, der Installer hat sich gestartet. Wir wählen einmal die deutsche Sprache aus. Das ist zwei Felder weiter oben. Und ich wähle einfach mal weiter aus. Die Installation selber ist eigentlich wirklich jetzt super, super einfach. Wir wählen einmal unsere Tastaturbelegung aus. Die belastet ihr in 99% der Fälle einfach auf dem Standard. Ich habe es, glaube ich, nie umgestellt bis jetzt für eine Installation. Das heißt, hier einfach auf Weiter drücken. Das passt. Dann warten wir einfach mal ab. Jetzt fragt er, glaube ich, erstmal nach der Multimedia-Einstellung. Genau, hier gibt es einmal die Option, Multimedia-Codecs zu installieren. Das einfach die meisten Multimedia-Formate wie Bilder, Audiodateien und so weiter und Videos gut funktionieren, würde ich euch einfach empfehlen. Hat einfach nur einen rechtlichen Hintergrund, dass das nicht direkt in dieser Installation von Standard aus inkludiert ist. Dann wählen wir weiter aus und jetzt scannt gerade Linux Mint die Festplatten, die gerade auf dem System aktiv sind, und schlägt uns dann basierend darauf verschiedene Optionen vor. Meistens erkennt er direkt Windows nebenbei, beziehungsweise ich hatte in den letzten Jahren, glaube ich, keinen einzigen Fall mehr, wo er Windows nicht erkannt hat, und dann schlägt er einem direkt auch gleich, sehen wir gleich, die Option dann vor, Linux Mint neben Windows 10 installieren. Das würde ich euch in dem Fall empfehlen. Solltet ihr eine ganz spezielle Rechnerkonfiguration haben, dann kann man auch etwas anderes machen, würde ich jetzt hier zur Einfachheit überspringen, weil das sehr schnell sehr komplex werden kann. Ich wähle einmal jetzt installieren aus und normal, schauen wir mal, genau, jetzt fragt er, okay, was er machen möchte. In dem Fall möchte er zwei Partitionen auf SDB erstellen. Das ist die zweite Festplatte. Meistens geht es mit SDA los und dann SDB. Wir haben bei uns vorhin im Setup gesehen, wir haben zwei Festplatten. Er erkennt automatisch den freien Speicherplatz und installiert es genauso, wie wir das eigentlich richtig wollen. Von daher ist diese Option meiner Ansicht nach eigentlich ziemlich schön. Man schafft den größten Speicherplatz in der Partitionsverwaltung in Windows, und Linux erkennt dann automatisch, wo es sich hin installieren müsste. Und dann ist das hier eigentlich, spart man sich ein bisschen Arbeit. Der neue Speicher bleibt nicht unformatiert, der wird dann Linux-spezifisch formatiert. Ja, ich meine, formatiere ich den vorher? Der Speicher, also die Platten, die man zuvor, die Partitionen, die Daten, die berührt er in der Regel nicht. Genau.
Also kann man da nach wie vor dann weiter nutzen. Generell empfehle ich aber immer, ein Backup von den Daten dazu haben. Es kann immer irgendetwas schief gehen, zu jeder Zeit. Von daher ist es schon immer wichtig, vor allen Dingen auch bei einer Neuinstallation, immer einfach nochmal die sichersten Daten nochmal oder die wichtigsten Daten irgendwo anders gespeichert zu haben. Ganz egal, an welchem Punkt wir uns eigentlich befinden. Also da ist man dann einfach ein bisschen entspannter dann, wenn man doch aus Versehen was kaputt macht. In der Regel passiert aber nichts. So, die Zeitzone ist, denke ich, relativ einleuchtend. Von daher lassen wir hier Berlin. Und dann können wir einmal schon unsere Nutzerdaten konfigurieren. Und da tragen wir einfach mal ein, was sich so gehört. Ihr seht so, gar nicht so richtig die Felder, ne? Das ist ein bisschen... Naja, der Kontrast, den kann man vielleicht nochmal später einstellen. Ja. Aber glaubt mir, das sind Felder, die man sieht. Das ist aber auch nicht so wichtig. So, ich trage hier einfach mal Jean ein als Name. Vorname passt eigentlich immer ganz gut. Ihr könnt natürlich auch den Namen wählen, den ihr für lustig befindet oder wie ihr eben heißen möchtet. Ein Passwort, das Passwort gebt ihr dann zur Installation von Programmen an, aber auch bei der Anmeldung normalerweise, außer ihr wählt hier automatisch Anmelden aus. Ich empfehle euch in der Regel das Passwort zum Anmelden abzufragen. Das heißt, das so auf dem Standard stehen zu lassen, euer ganz sicheres Passwort einzugeben und dann auf Weiter zu klicken. Automatisch anmelden kann man auch. Persönlichen Ordner verschlüsseln ist ja auch eine Option, empfehle ich persönlich hier nicht, weil die Wiederherstellung, wenn es mal brenzlig wird, sehr schwierig ist, wenn man diese Option auswählt. Es gibt noch mal eine andere Option, zeige ich jetzt in diesem Vortrag noch nicht. Ich habe aber einen YouTube-Kanal, dort wird tatsächlich demnächst ein Video genau über dieses Thema hochgeladen, wie man seine Daten dann auch nochmal verschlüsseln kann. Wichtig aber, wenn die Daten verschlüsselt sind, sind die Daten, wenn man das Passwort vergessen hat, wirklich weg. Ich hatte jetzt letztens jemand, der hat mich angerufen, hey, gibt es da nicht nochmal eine Option? Ich kann das Passwort auch ein bisschen einordnen. Ich so, ja gut, versuchen wir es. Am Ende hätten wir 80 Jahre gebraucht. Dann hat er gesagt, so lange will er jetzt nicht warten. Geschafft hätte er es, glaube ich, noch. Aber ja, so, ich wähle weiter aus und dann geht die Installation hier vonstatten. Und das wäre es eigentlich zur Installation selber gewesen. Und ich würde sagen, ich habe hier schon was vorbereitet, nämlich eine fertige Linux Mint Installation, in die wir direkt gleich reinstarten und dann unsere ersten Schritte in diesem Linux Mint machen. Ach, ich glaube, ich lasse das sogar noch durchlaufen, weil dann kann ich euch später nochmal was zeigen. So, das Ganze ist einmal hier. Am Ende der Installation werdet ihr gefragt, also wenn ihr einmal auf Jetzt neu starten klickt, das kriegt ihr hin, please remove the installation medium and press Enter, also den USB-Stick rausziehen und dann die Eingabetaste drücken. Ich schaue nochmal, dass wir die Anzeige hier ein bisschen hochstellen, dass ihr auch wieder was seht. Super, nehmen wir. Dann gebe ich die Eingabetaste ein und okay, ich habe es ausschalten gedrückt. Gut, okay. In der Regel startet er neu hier. Genau, machen wir hier direkt. Und dann würde, das zeige ich euch später, davor nochmal ein Auswahlmenü erscheinen, welches Betriebssystem man jetzt starten möchte. Ob man jetzt Windows oder Linux starten möchte. Weil ich hier ein bisschen zauber, ist es gerade nicht. Später zeige ich es euch, dass es wirklich da ist. Kann man mit den Pfeiltasten und der Eingabetaste dann starten. Wenn man normalerweise nichts umstellt, startet sich Linux in der Hinsicht. Genau. Wir geben mal unser Passwort ein, was wir bei der Installation konfiguriert haben. Und dann warten wir mal, bis es hochgestartet ist. Perfekt. Jetzt passt die Bildschirmauflösung noch nicht ganz. Ne? Ist ein bisschen klein, ist ein bisschen eng. Nebenbei der Beamer, der macht alles gerade ein bisschen enger. Also es sieht schon schicker aus, ne? Normalerweise. Ich gehe jetzt mal ganz am Anfang, bevor ich irgendwas mache, in die Bildschirmeinstellung, um das einfach zu fixen. Bildschirm. Man kann eigentlich nach den Einstellungen ganz normal in diesem Startmenü unten suchen. Ich denke, das wird jeder herausfinden. Und im Bildschirm können wir dann auch einmal die Auflösung einstellen. Und hier gehe ich jetzt mal mit dem hier ins Rennen und schaue mal, wie das hier so wird. Das sieht doch super aus, nehmen wir so. Jetzt wird er mir wahrscheinlich das gleich wieder wegschmeißen oder sich aufhängen. Ich glaube, zweiteres macht einfach mehr Spaß, weil es live ist. Von daher packen wir den nochmal raus.
Schauen wir mal, ob er sich so herunterfahren lässt. Ne, dann müssen wir den hier einmal machen. So, dann starten wir es einfach nochmal, weil es so schön war. Gibt es noch währenddessen Fragen? Wieso stand der jetzt rechts oben Oracle? Oben links, das ist meine virtuelle Maschine. Ich mache das Ganze, um das zu zeigen, in virtuellen Maschinen und die ist von Oracle. Ach so. Genau. Ich hätte das eben auch im Leben gesehen. Aber Linux und Oracle haben nichts miteinander zu tun. Nein, so jetzt erstmal primär nicht. Nein, also... Ist, Oracle hat zwar auch einen Linux selber, aber Oracle ist nicht überall in Linux drin. Nein, gar nicht. Und ich glaube, er hat jetzt eben in dem Linux Mint Oracle angezeigt, weil die Bildschirmanzeige wahrscheinlich Oracle heißt. Ne? Ich denke deswegen, ja. Okay. Na, weil VirtualBox das als simuliert sozusagen. So, wir versuchen das Ganze nochmal. Ansonsten lassen wir es halt na, ein bisschen größer, wäre schon nicht schlecht, um echt zu sein. Oder wir gehen auf den... Wir versuchen mal den Standard. Wir versuchen mal den Standardanzeige. Gehen wir hier mal auf 100% und wählen hier einmal 1920 mal 1080 aus. Die Leinwand scheint doch physisch im Format 4 zu 3 zu sein. Die ist physisch, die kann auch 16 zu 9, dafür sind die Ränder dann abgeschnitten. Also wir können uns entscheiden, ob wir alles sehen wollen oder, ja, genau. Genau, jetzt funktioniert das. Und dann schließen wir das mal. So, ich hoffe, ihr könnt soweit alles sehen. Ne? Wenn, dann versuche ich es nochmal ein bisschen größer zu machen. Sehen, ja, lesen wird schon. Die kleinen Sachen, die müsst ihr auch nicht lesen. Kleingedrucktes. So, wir haben hier erstmal willkommen bei Linux Mint. Jetzt gibt es zwei verschiedene Optionen. Wir können hier einmal auf Los geht's drücken und hier alles nach und nach einrichten. Ich habe hierfür eine Abkürzung gebaut. Ich habe selber, da werde ich auch einen Vortrag am Samstag, glaube ich, halten, den Linux Assistant gebaut. Das ist ein kleiner Helfer, der einem in administrativen und täglichen Aufgaben hilft. Und das werde ich jetzt für diesen Start einfach mal machen. Der richtet uns ganz viel ein. Wir können uns ein bisschen was auswählen. Ist komplett frei, ist komplett Open Source. Mitstreiter sind immer gerne gesucht, aber vor allen Dingen auch Nutzer. Wir haben jetzt in der letzten Woche die 10.000 Downloads geknackt. Und dann würde ich einfach mal sagen, installieren wir das einfach mal und ich zeige euch das einfach mal. Ansonsten gibt es, wenn ihr das nicht machen wollt, auf meinem YouTube-Kanal, packe ich auch den Link nochmal hin, die Einrichtung ohne des Linux Assistants. Er macht aber wirklich vieles einfacher und ist komplett frei verfügbar, sendet nirgendwo seine Daten hin. Also ja. Ich würde sagen, gehen wir zu Linux Assistant, heißt es, linuxassistant.org. Hier haben wir das Ganze. Wird man später auch über die Anwendungsverwaltung installieren können von Linux Mint selber. Aktuell geht das hier nur über die DEB-Datei. Also wir müssen einmal auf das klicken. Ich glaube, das könntet ihr alle sehen. Download.deb. Die Adresse dazu packe ich euch auch wieder in die Vortragsbeschreibung nochmal. Ich schaue, dass ich es heute Abend alles schon fertig habe. So, ich muss mal schauen zeitlich, dass wir da richtig sind. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den habe ich jetzt heruntergeladen. Ich klicke einmal auf diese Datei und dann öffnet sich gleich ein Programm, wo wir einfach nur Paket installieren, auswählen müssen. Das sollten wir alle hinbekommen. Genau, da ist es schon. Dauert manchmal ein Momentchen. Und dann wählen wir hier einmal Paket installieren aus. Und jetzt müssen wir unser Passwort eingeben. Immer wenn wir Software installieren, in den allermeisten Fällen zumindest, müssen wir unser Passwort eingeben. Das ist einfach nochmal eine gewisse Sicherheitsschicht. Sobald man am System von Linux etwas ändert, muss man sein Passwort eingeben. Bei Windows ist es nur, ja, möchte ich als Administrator ausführen, normalerweise. Das haben wir hier unter Linux nicht. So, ich gebe mein Passwort ein, hoffentlich richtig. Und dann wird das Ganze auch schon installiert oder auch eben nicht. Ich glaube, das liegt nur daran, weil er gerade, ich probiere es mal nochmal, hatte ich letztens auch mal, muss ich mal schauen, warum er das macht. Das zweite Mal funktioniert es immer. Schauen wir mal. Aller guten Dinge sind zwei, eigentlich drei, ne? Hoffen wir mal nicht, dass das dritte kommt. Ja, jetzt macht das, ich weiß nicht. Muss ich mal schauen, warum er das gerade macht. Habe ich einmal schon mal gehabt. Vielleicht war ich auch zu ungeduldig und er hat noch was im Hintergrund gemacht. Wenn alles erfolgreich war, ist die gleiche Version am Ende bereits installiert. Ja, zeigt da einfach an.
passt am Ende. Dann wurde es einmal installiert und dann sind wir da zufrieden soweit. Dann kann ich tatsächlich das Ganze auch schon starten. Ich schließe hier einfach mal alles und ich mache hier mal den weg. Kleiner Tipp, ihr kennt sowas vielleicht wie den Affengriff unter Windows mit Steuerung Alt entfernen und dann kann man den Task Manager, denke ich, öffnen, um dann ein Programm zu schließen. Hier geht es ein bisschen einfacher, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir drücken die Taste Alt F2 und dann bekommen wir hier direkt einen Befehl, den wir eingeben können und dann könnt ihr aktuell X-Kill eingeben. Also Kill wie ja, tatsächlich das Killen und mit einem X davor. Ich gebe die Eingabetaste ein. Und jetzt hat sich unsere Maus zu einem Kreuz verändert, das seht ihr da oben. Und jetzt auf jedes Fenster, was ihr auswählen wollt, könnt ihr einmal draufklicken und dann ist es auf jeden Fall beendet. Sehr cool. So, wir starten mal den Linux Assistant. Den findet man ganz einfach im Menü. Schauen wir mal. Und dann kommt hier eine ganz kurze Einführung. Hier können wir einfach mal auf Weiter klicken. Und dann fragt er uns, ob das erkannte System korrekt ist. Ist in der Regel korrekt. Wir haben Linux Mint mit der Benutzeroberfläche Cinnamon. Das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Und unsere Sprache ist Deutsch. Das passt. Dann wähle ich einmal Ja ist korrekt aus. Und dann kann ich noch ein Tastenkürzel aktivieren. Das ist die Windows-Taste und Q, dass man das schneller öffnen kann später zum Suchen und so weiter. Nehme ich jetzt mal mit. Kann man auch auf Nein drücken. Und dann können wir unseren Rechner einrichten. Das möchten wir jetzt auch machen. Das heißt, ich wähle einmal auf Lasst uns loslegen aus und nochmal auf Lasst uns loslegen. Und jetzt können wir ganz am Anfang auswählen, was für Internetbrowser wir installieren möchten. Da haben wir einmal Firefox, was vorinstalliert ist. Das sehen wir an diesem Haken hier einmal. Chromium, Brave und Google Chrome. Ja, sagen wahrscheinlich manchen was. Chromium ist der freie Google Chrome Browser, also mit weniger Google drin. Und Brave ist auch nochmal eine Erweiterung von Chromium, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, der auch nochmal sehr viel Wert auf Privatsphäre legt. Genauso wie der Firefox. Standardmäßig empfehle ich den Firefox. In der Regel empfehle ich nochmal einen anderen Internetbrowser. Wer weiß, vielleicht funktioniert meine Seite nicht richtig mit dem Firefox. Dann ist es gar nicht so schlecht, wenn man nochmal eine Alternative hat. In meinem Fall wähle ich jetzt einfach mal Chromium aus. Dann wähle ich einmal weiter aus. Du hast jetzt zwei Häkchen. Genau, ich habe zwei Häkchen. Ne? Richtig. Aber muss nicht, ihr könnt das so auswählen, wie ihr möchtet. Ne? Sind das jetzt die Browser, die ihr standardmäßig mit bereitstellt? Oder wo kommt die jetzt her? Also, die Browser kommen, das kommt auf die Distribution an. Der Linux Assistant ist nicht nur für Linux Mint da, sondern für Ubuntu, Debian, MX Linux, je nachdem. Könnt ihr euch gerne den Vortrag am Samstag anschauen. Und generell versucht er immer, das Systempaket zu installieren. Jetzt in dem Fall bei Linux Mint installiert er das Chromium Systempaket. Wenn wir auf Ubuntu sind, nutzt er das Snap-Paket halt eben standardmäßig. Wenn es jetzt Chromium gar nicht gibt, nimmt er immer das Flatpak dann. Also bei Brave wäre es jetzt beispielsweise das Flatpak, bei Chromium wäre es Google Chrome wäre es auch das Flatpak mittlerweile. Das ist also die Standard-Repository vom Flathub am Ende, ne? Genau, genau. Genau, ja, absolut. Also ist jetzt nicht selber gebaut, möchte ich auch erstmal nicht oder auch nicht direkt. Erstmal vom Hersteller ist auch nochmal eine Sache, ist aber nochmal andere Fremdsoftware. Habe ich mich aktuell dazu entschieden, das noch nicht zu unterstützen. Von daher gehen wir über das Flatpak. Funktioniert eigentlich in allen Lebenslagen mittlerweile ziemlich, ziemlich gut. Aber er versucht natürlich immer erst das Systempaket zu installieren. Hätte ich den Firefox auch abhaken? Ja, dann würde auch deinstalliert. Also können wir hier machen mit LibreOffice. Dann würde es auch deinstallieren. Ne? In dem Fall hat der LibreOffice schon erkannt, dass es drauf ist. Lasse ich in dem Fall drauf. Wir könnten noch andere Office-Programme installieren, beispielsweise für die bessere Bearbeitung mit Word-Dokumenten. Da könnte man OnlyOffice oder WPS-Office nehmen. Ich würde sogar SoftMaker-Office empfehlen, wenn man mit Word-Dokumenten arbeiten möchte. Da haben die meisten Umsteiger eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Kommt ja auch aus Deutschland. Kostet tatsächlich was, gibt es aber auch eine freie Variante, das nennt sich dann FreeOffice. Das reicht auch in den meisten Fällen. Ich persönlich nutze eigentlich nur LibreOffice. Wenn ihr aber Word-Dokumente, mit denen viel arbeiten müsst, ist SoftMaker-Office tatsächlich eigentlich, ich würde sagen, aktuell die beste Alternative, würde ich mal sagen, ohne das jetzt mal ganz genau funktionell verglichen zu haben. SoftMaker-Office, komme ich nochmal später dazu. PDF komme ich auch nochmal später dazu. Absolut.
So, dann haben wir nochmal Kommunikationssoftware. Wählt da aus, was er möchte. Thunderbird ist am Anfang installiert. Lasse ich jetzt mal in dem Fall so drauf. Und da wähle ich jetzt erstmal nichts weiter aus. Gibt das auch aus Thunderbird noch ein anderes E-Mail-Programm, was näher von der Optik, von der Benutzeroberfläche am macOS Mail dran ist und nicht so dicht an Windows? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das Mail-Programm unter macOS aussieht. Ich würde mal Evolution probieren. Ne? Das sieht auf jeden Fall anders aus. Auf jeden Fall sieht das nicht so aus meiner Sicht schrottig nach Windows aus. Mhm. Da mal Evolution probieren. Das ist nicht so, sieht nicht so schrottig aus. Ja. Natürlich auch hier mit dem Browser-gestützten Mail zu. Klar, ja, ganz klar. Wenn einem dir gefällt. Ja, absolut. So, ich wähle mal weiter aus und jetzt kommen wir eigentlich auch zum, spannenden Teil. Eine Frage nochmal. Ich würde als Mail-Programm dann Mailspring empfehlen. Das sieht relativ ähnlich aus. Wie heißt das? Mailspring. Mailspring, stimmt, gibt es auch. Ja. So, ist aber glaube ich nicht Open Source, meine ich, ne? Doch, schon. Schon? Okay, cool. Gut, dann können wir einmal die automatische Konfiguration auswählen. Dann übernimmt der Linux Assistant für uns nochmal verschiedene Sachen, die wir gleich nochmal konfigurieren können. Wenn man möchte, kann man das auch hier belassen bei der Softwareauswahl und sagen, ich möchte alles selber machen. Bleibt jedem selber überlassen. Ich wähle jetzt in dem Fall mal die automatische Konfiguration aus. Irgendwann meldet sich nach der allerersten Installation die Aktualisierungsverwaltung von Linux Mint. Einfach mal so aufgeploppt. Schön, dass wir es jetzt mal direkt sehen. Dort könnt ihr einfach mal bestätigen auswählen. Und das erstmal minimieren. Das ist erstmal okay, wenn wir das minimieren. Dann wähle ich die automatische Konfiguration aus und dann können wir hier einmal verschiedene Aktionen auswählen. Erstens aktualisiere das System auf den neuesten Stand. Ganz klar empfohlen, seit der Installationsdatei, seitdem die eben veröffentlicht wurde, sind ein paar Updates, ich sag mal, erschienen. Von daher Haken würde ich hier empfehlen, dran zu lassen. Am Ende macht das Ding ganz einfaches APT-Upgrade für diejenigen, die es wissen wollen. Installiere Multimedia-Codex, installiert dann das jeweilige Multimedia-Paket von dem Linux oder von der Distribution, wo es drauf ist, in unserem Fall Linux Mint. Hat da, wenn die Internetverbindung bei der Installation stabil war, eigentlich schon gemacht, kann man aber nochmal drin lassen. Automatische Systemschnappschüsse, das macht er dann über Timeshift, ist ein eigenes Programm nochmal. Möchte ich jetzt heute gar nicht so viel drauf eingehen. Hauptsache ist, wenn ihr irgendwie mal einen Fehler macht, dann könnt ihr sozusagen euer System auf einen früheren Zeitpunkt zurücksetzen. Das kostet aber Speicherplatz. Hier wären wir bei der Frage des Speicherplatzes nochmal. Rechnet da mal mindestens den doppelten Speicherplatz ein von dem, was Linux Mint verbraucht. Normalerweise verbraucht es so, ich sag mal, um die 15 bis 20 GB mit ein paar Programmen drauf. Das heißt, rechnet hier mal mindestens 40, 50 GB in normalen Systemen. Würde ich, wie gesagt, mindestens mal 100 GB einrechnen, dann ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Solltet ihr das nicht haben wollen, klickt ihr einmal da drauf, dann ist der Haken weg und dann macht er das nicht. Mache ich in dem Fall mal nicht, weil sonst macht er mir da gerade zu viel. Dann einmal automatische Konfiguration der Aktualisierungsverwaltung, dann stellen wir hier automatische Updates ein. Das heißt, Linux Mint aktualisiert sich dann vollautomatisch, kann man einstellen, muss man nicht, bleibt jedem selber überlassen. Nutzt in dem Fall tatsächlich den automatischen Updater von Linux Mint selber. Bei anderen Distros wäre es dann Unattended Upgrades, glaube ich. So, ich wähle einfach mal weiter aus und dann macht er das Ganze schon. Wir müssen einmal unser Passwort eingeben und Linux Assistant richtet das Ganze für uns alle ein. Für diejenigen, die schon ein bisschen mehr Linux kennen, die können auch ganz transparent einsehen, was macht denn das Tool jetzt eigentlich. Hier über Befehle einblenden, sehen wir dann die einzelnen Befehle. Genau, 1, 2 Skripts sind drin, die kann man sich auch notfalls auch nochmal so anschauen. Ja, das wäre es eigentlich erstmal zu ganz, 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 ganz groben Einrichtungen. Ich schaue nochmal schnell, die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Von daher gehen wir nochmal auf die wichtigsten Sachen rein. Aktualisierungsverwaltung, kann man noch einen Spiegelserver wechseln, das heißt, woher sich der die Updates zieht, kann man machen, muss man nicht, würde ich jetzt an Anbetracht der Zeit erstmal so beibelassen. Das ist dann hier einmal die Meldung, einmal auf Ja drücken und dann kann man da die Server auswählen. Wenn man es nicht macht, ist auch alles nicht so schlimm. Die Server sind schon schnell genug in der Regel. Dann haben wir noch einmal den Drucker. Der wird tatsächlich meistens automatisch eingerichtet. Also HP funktioniert sehr, sehr gut mit Linux, vollautomatisch. Und dann kann man da direkt schon den Drucker irgendwo dann auswählen, wenn man was drucken möchte. Bei anderen Systemen müsste man manchmal eventuell Software dazu installieren, da einfach mal Linux
und den und den Modellnamen des Druckers eingeben und dann findet man da eigentlich meistens Software zum Herunterladen. Könnte manchmal ein bisschen komplizierter sein, da am besten vielleicht, wenn ihr komplett das erste Mal Linux nutzt, jemanden von uns fragen oder von, da werden wir nochmal später dazu kommen, wie man Hilfe bekommt und dann kann man das auch relativ gut machen. HP ist tatsächlich, würde ich sagen, das Einfachste. Ich glaube, kennt ihr noch jemand einen Druckerhersteller, der auch super sofort aus der Brother? Meistens. Genau, Brother geht auch meistens, das stimmt. Ja. Ich habe das Gegenteil, Kanon, der Treiber. Manchmal ist es auch so bei ganz speziellen Druckermodellen. Können wir später auch nochmal gerne schauen. Vielleicht gibt es da doch noch was. Also meistens 95% der Drucker kriege ich mindestens im Laufen eigentlich immer. So, währenddessen, genau, der sich hier einrichtet. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, von daher schaue ich mal, dass ich mal das Beste nochmal mit reinnehme. Ja, ich glaube, Sicherheit ist vielleicht nochmal gar keine schlechte Idee. Vielleicht nochmal generell. Da habe ich ein schönes Bild. Das habe ich auf Instagram, Mastodon und so weiter veröffentlicht. Könnt ihr auch folgen. Ich heiße Linux Guides auf, im Internet. Wird man vielleicht sogar auch mal auf die eine oder andere Seite dann mal stoßen. So, das sind die 5 goldenen Sicherheitsregeln, die ich eigentlich immer jedem empfehle. Und zwar, ja, wenn ihr die 5 Sachen beachtet, egal auf welchem System ihr seid, seid ihr eigentlich schon mal relativ gut aufgestellt, jedenfalls für den Anfang. Einmal Aktualisierungen, immer das System auf dem neuesten Stand halten. Es kommen immer mal wieder neue Sicherheitslücken ans Licht, die werden dann geschlossen und da müssen wir die Updates auf jeden Fall drauf installieren. Unnötige Software vermeiden. Je weniger Software auf eurem Rechner habt, desto weniger kann auch schief gehen. Ich würde tatsächlich, ja, Virenschutz unter Windows, fehlt uns leider die Zeit, würde ich sogar eher wenig empfehlen, dass man da nochmal was Zusätzliches nimmt. Sichere, einzigartige Passwörter ist eigentlich der Hauptgrund, warum viele gehackt werden, weil sie ein Passwort irgendwo nochmal, ich sag mal, verwenden und dann, mir ist es schon dieses Jahr 2-mal passiert, dass ich aus Versehen mein Passwort in einer Phishing-Seite eingegeben habe. Alles über einen Passwortmanager gewesen. Es gibt beispielsweise Bitwarden oder KeyPass, was manchen was sagt. Gibt es auch nochmal ein ganz schönes Video auf meinem YouTube-Kanal, wo man dann wirklich sich immer komplett randomisierte Passwörter bilden lassen kann und dann ist man da eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Würde ich immer empfehlen, nie dasselbe Passwort 2-mal verwenden. Nicht täuschen lassen, das ist so die Sache, die ich, also jeder versucht es von uns. Ich bin, also gut, ich bekomme auch relativ viel von den ganzen Sachen, aber ich bin schon 2-mal reingefallen dieses Jahr. Zwar man kriegt irgendeine E-Mail, hey, dein DPD-Paket muss irgendwie, keine Ahnung, war irgendwas damit und das 2. Mal weiß ich gar nicht, was es war. Ja, genau, da muss man extrem aufpassen. Am besten immer auf das Schloss achten bei einem Webbrowser. Das ist links bei der Adresszeile. Zeige ich euch vielleicht nochmal kurz hier. Hier ist das Schloss, vielleicht sieht man es da oben. Genau, und da muss Verbindung ist sicher stehen und da sehen wir auch direkt die richtige Webseite, wo das ist. Und da muss irgendwas Lesbares ohne Rechtschreibfehler drin sein. Und wenn das auf jeden Fall gegeben ist, dann ist die Chance sehr gering. Wenn ihr euch unsicher seid, sucht über die Suchmaschine eures Vertrauens. Die sind sehr daran interessiert, keine Fake-Seiten als erstes zu bewerben. Das sind meistens immer die richtigen Webseiten. Also die sind da sehr interessiert daran, das Richtige auszugeben. Von daher würde ich das hier so empfehlen. Eine Sache gleich nochmal kurz. Regelmäßige Backups ist auch nochmal wichtig. Kommt demnächst sogar auf meinem YouTube-Kanal nochmal ein Video. Ich empfehle dafür Pika-Datensicherung, P-I-K-A. Ein sehr, sehr schönes Tool, womit man das auf seine externe Festplatte sichern kann. Für die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, ist drunter Borg als Backup-Strategie. Finde ich klasse. Das wäre es zu den Sicherheitsregeln. Ich habe noch 2 Minuten Zeit. So, lass mich mal schauen. Ich hoffe, mein Rechner. Was macht mein Rechner? Okay, das ist erstmal nicht so wild. Warten wir mal kurz ab. Das mal wieder. Ich gehe hier nochmal auf den hier. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wie kann ich jetzt mit Linux weiterarbeiten, wenn ich jetzt meine ersten Schritte wie jetzt hier gemacht habe? Ich habe eine Grundkurs-Playlist auf YouTube zur Verfügung gestellt. Wenn man Grundkurs Linux eingibt, findet man das und da findet man eigentlich so alles Grundlegende, was man lernen muss. Sicherheit unter Linux, Ordnerstruktur, Programme installieren, Gaming auf Linux, Backups, das wird aktualisiert demnächst. Firewall, alles Mögliche, dort findet ihr eigentlich alles, was man braucht. Grundkurs Linux eingeben, dann findet ihr eine Playlist
und dann ist da eigentlich alles mit drin. Gibt es natürlich viele andere Ressourcen auch nochmal, je nachdem, was euch am besten ist. Wenn ihr mal Fragen haben solltet, gibt es auch verschiedene Linux-Foren im Internet. Und aktuell ist tatsächlich ein sehr aufstrebendes Forum, das Linux Guides Forum tatsächlich auch. Also auch jetzt von uns haben wir jetzt über 1000 Mitglieder, die hier sehr, sehr aktiv sind, sehr anfängerfreundlich sind. Egal, welche Linux-Distribution man nutzt, eine sehr, sehr nette Community eigentlich. Haben sich jetzt das erste Mal auch sogar schon getroffen, gemeinsam in Frankfurt. Ist alles komplett deutschsprachig, von daher auch sehr zu empfehlen. Schaut einfach mal rein. Wenn ihr auch nochmal Hilfe braucht von lokalen Leuten, vielleicht in eurer Region, hier in Kiel ist es auf jeden Fall die Computergruppe Clausthal, meine ich. Mehr kenne ich jetzt hier nicht, ich bin aber auch leider nicht von hier. Ansonsten gibt es, wenn es vielleicht euch geht oder der Aufzeichnung, wenn ihr irgendwo anders aus Deutschland kommt, dann gibt es eine sehr, sehr schöne Seite unter der linuxcommunity.de/LUG, sogenannte Linux User Groups, das sind lokale Linux-Gruppen, auch vielleicht in eurer Stadt in der Nähe. Dort seht ihr eine große, große Liste. Manche, bin ich ehrlich, sind, glaube ich, inaktiv, aber gibt es eigentlich schon immer einiges tatsächlich. Und dort helfen die Leute auch sehr, sehr gerne. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da mit Linux weiter in Kontakt zu kommen. Auch gerne jetzt hier und heute. In einer Stunde haben wir nach dem Vortrag von Klaus auch nochmal eine offene Fragestunde. Das heißt, ihr könnt alle Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen. Besonders natürlich als Anfänger. Und da freuen wir uns auf jeden Fall ganz herzlich. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich bin eine Minute drüber. Von daher vielen, vielen Dank und viel Spaß euch heute noch. Genau. Gibt es noch Fragen? Eigentlich